Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2. In der letzten Folge wurden wir ja von komischen Viechern angegriffen und so wie es scheint, sind wir in der alternativen Realität gelandet. Ja, denn hier haben wir noch nichts erforscht und wir sind im Garten. Garten Eden, yay, wir haben dich gefunden. So, die Schrotflinte packe ich jetzt aber wieder weg, denn ich habe viel zu viel dafür rausgehauen. So, ausrüsten und natürlich bitte neu laden. Upsala. Gut, dann werden wir den. Oh, der Garten ist offensichtlich sehr riesig gehalten. Es ist unglaublich. Ja, wir befinden uns definitiv nicht mehr dort, wo wir vorher waren. Nein, das gefällt mir ganz und gar nicht. Jetzt muss ich nochmal auf Garten gucken. Jetzt weiß ich nämlich eben gerade nicht, wo ich bin. Oder ob ich die Tür verpasst habe. Das ist. Nicht gut hier alles. Ach, den Shower Room hätte ich noch reingucken können. Ne, das mache ich noch kurz vorher. Und dann werden wir uns hier wieder umgucken. Oh mein Gott, ey. Okay, das sieht auf jeden Fall cooler aus als im ersten Teil, ja. Ach, hier haben wir. Aha. Sieh mal einer. Schau, ich habe Schrotpatronen und Speicherpunkt brauche ich. Das Schloss ist wohl kaputt. Ja, Speicherpunkt brauche ich nicht, denn gespeichert habe ich. Nach der letzten Folge ausnahmsweise mal wieder. Ja, ich gewöhne es mir so langsam wieder an. Oh, unser Fahrstuhl geht noch. Wuhu. Yay. Okay, sie haben neu tapeziert. Der Fahrstuhl sieht ein bisschen anders aus, aber ich möchte gerne noch hier unten bleiben und weiter erforschen. Ja, hallo? Ah, danke. Dankeschön, James, dass du dann doch nochmal so nett warst und das ausgewählt hast. So, öffne die Tür, damit wir hier weitermachen können. Warum gibt es eigentlich einen Türschließen-Knopf? Der ist doch total sinnfrei, oder? Also ich habe ihn zumindest noch nie benutzt hier in diesem Spielen. Ein Schloss ist wo? Wo siehst du da bitte schön ein Schloss? Naja, egal. Egal, die Tür ist wohl eher kaputt, denn es gibt sie nicht mehr wirklich. Oh, doch. Das scheint doch eine Tür zu sein. Okay. Ah, natürlich. Natürlich seid ihr wieder hier. Natürlich. Ohne euch geht das Ganze ja gar nicht. Aber hier gibt es ein. Nein, das schon wieder nicht, das schon wieder, bitte nicht. Das habe ich doch im ersten Teil schon so gehasst, dass hier einfach irgendwelche Glasscherben kaputt gehen, wo man noch nicht mal weiß, wo die sind. Warum ich? Das Schloss ist wohl kaputt. Warum tue ich mir das immer wieder an für euch? Ja, für euch, genau. Nur deswegen tue ich mir das an. Ja, vier Schuss, manchmal drei, also dem sein Skill ist auch nicht gleichbleibend. Verdammt. Ich habe Patronen für die Pistole. Oh, da liegt noch etwas. Ein Tonicum. Upsala. Es tut mir leid. Ja. Habe ich etwas gehustet. Das kann passieren. Und das während einer Aufnahme. Oh mein Gott. Jetzt werden sie mich alle hassen und sagen, meine Dokumentationen sind scheiße. Weil ich gehustet habe. Das Schloss ist wohl kaputt. Das Schloss ist wohl kaputt. Das Schloss ist wohl kaputt. Nein, was ein Wunder. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass das Schloss aufgeht. Okay, aber zumindest ist das cool gemacht, dass wir hierfür keine neue Karte brauchen. Das gefällt mir gerade sehr, 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 sehr. Und noch viel besser. Gut. Dann werden wir doch mal in die zweite Etage fahren, um zu schauen, was es dort Schönes gibt. Ja. Ah, wir fahren los. Ja, der Aufzug ist nicht der schnellste. Oh, der Aufzug stockt so ein bisschen. Naja. Der. Ach, nö. Ja, das war jetzt eine unglaubliche Kamerafahrt. Die musste einfach sein. Denn ohne die hätte ich jetzt diese Gegner nicht gesehen. Zwei, drei und tschüss. Noch jemand? Ja, hier gibt es noch irgendwo einen Gegner. Hinter mir. Natürlich hinter mir. Wo auch sonst? Na komm, wo bist du? Da bist du. Nein! Och. Ah! Hallo! Wie viel Schuss denn noch? Gott! Oh, jetzt werde ich aber mal Dropdown-Cast benutzen. Ich habe 21 Stück davon. So, geht's mir gleich wieder viel besser. Ja, dann werden wir hier doch mal von hinten anfangen, alles mal wieder zu erforschen. Nö.
Als ob ich nicht geahnt hätte, dass diese Tür sich jetzt öffnet. Oh. Keine Gegner. Okay. Das sieht, sah erst im ersten Moment wie ein Gegner aus. Und im zweiten Moment habe ich mir jetzt nur gedacht, what the fuck. Auf dem Bett liegt ein Stück Papier. Ich war eingeschlossen, im Keller des Kellers. Es war so eng und dunkel und ich hatte solche Angst. Ich verlor meinen wertvollen Ring, aber ich werde nie wieder dorthin zurückkehren. Und was ist das da? Ich habe die Trockenzellenbatterie. Ich habe den Schlüssel zum Lagerraum im Keller. Ah, toll. Hier liegt aber noch irgendetwas. Zumindest guckt er in irgendeine Richtung. Wo liegt denn hier noch was? Ach, da hinten. Ah, okay. Ich habe Patronen für die Pistole. Ja, die könnte ich jetzt auch so langsam mal wieder sehr gut gebrauchen. Danke. Was? Ich höre schon wieder einen Gegner. Komm, wo bist du? Zeig dich. Ich will dich vernichten und töten und... 1, 2, 3, 4. Ach, immer 4 Schuss. Das ist voll ärgerlich. Gut, das scheint aber der Einzige gewesen zu sein, der nochmal aufgestanden ist. Das finde ich sehr gut. So, hier hinten in der Tür waren wir drinnen. Das heißt, du bist die nächste Tür, die nicht aufgeht. Und du bist die... Erstmal nachladen. Bevor man jetzt hier wieder neue Räume betritt. Ja, ich wusste es doch, dass der Raum geht. Also ich habe es geahnt. Lieber erst noch... Ja, genau, genau. 3 von eurer... nee, 2 von eurer Art. So, bitteschön. Und... 3, 4... Drauftreten, drauftreten. Schnell, James, schnell. Wir haben keine Zeit, sonst stehen die gleich wieder auf. Danke. Und das alles für... Jetzt sagt mir nicht, das habe ich jetzt für ein Tonikum getan. Hier ist da noch irgendwas. Ja, da liegt noch was. Nämlich Schrotpatronen, genau. Noch was? James, siehst du noch was, was ich nicht sehe? Nein, offensichtlicherweise nicht. Okay, also das neue Krankenhaus hat definitiv einen eigenen, sehr interessanten Charme, auf den ich noch versuche klarzukommen. Und mal schauen, ob mir das auch gelingt. Das Schloss ist wohl kaputt. Das wohl auch. Und das auch. Ja, ist doch gut jetzt. Einmal sagen, reicht. Oh, Laura, ich hasse Laura. Ich hasse dich. Du kleines Mistbienchen, Viechchen, ey. Warum tust du mir sowas an? Dieser Raum will mir aus unbekannten Gründen eben gerade nicht so wirklich gefallen. Was heißt die unbekannten Gründe? Das sind einfach bekannte Gründe. Der ist viel zu groß. Hier könnte sich überall was verstecken. Und das fällt mich dann einfach an und überfällt mich und will dann Spaß mit mir haben. Und da habe ich echt ein Problem mit. Und hier geht... Ja toll, so ein großer Raum für dumme Nüsse? Das ist doch... Och, Entwickler, was habt ihr euch dabei gedacht? Hm? Wie bekifft wart ihr eigentlich, als ihr das Spiel gemacht habt? Ja, hier gibt's nichts weiter. Ich guck nochmal auf die Karte. Ob es hier doch noch... Ja, da rechts unten wäre ein Ausgang, aber da komme ich ja noch nicht mal hin. Hm. Nee, da sind doch... Da ist noch eine Tür. Aber, hä? Sternchen, mal wieder hier nix bei Sternchen, Ausrufezeichen. Hier müsste eine Tür sein, die aber nicht existiert in dieser Ebene. Ja, toll. Okay. Dann durchsuchen wir hier alles weiter. Na klar, war es so kaputt. Gut, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, wir spielen Silent Hill 2 und begeben uns dann zusammen in die dritte Etage. Ich bin der Lord 986. Bis dann.